Gehen Sie gerne ins Kino? Ja, dann haben wir heute was ganz Besonderes für Sie. Wir besuchen eins der ältesten und schönsten Lichtspielhäuser Deutschlands. Betreiber ist das Kulturamt der Stadt Wiesbaden. Und dort besteht Konsens darüber, dass man eine Popcorn- und Nacho-freie Zone sich bewahren möchte. Mal sehen, ob ich ein paar Cashewkerne einschmuggeln kann. Die Caligari-Filmbühne wurde 1926 als Ufa-Filmpalast eingeweiht. 90 Jahre später kann man hier immer noch Kino erleben. Verantwortlich für Spielplan und Programmgestaltung ist Uwe Stellberger vom Filmreferat des Kulturamts. Hallo Herr Stellberger. Hallo Herr Pfeiffer. Ich habe Ihnen was zum Klammern mitgebracht. Für viele gehört zum Kinoerlebnis ja das Popcorn und die Cola. Das gibt's hier nicht. Wieso? Wir sind ein kommunales Kino. Da gibt es unter anderem den bundesweiten Slogan, andere Filme anders zeigen. Das ist für uns ein Auftrag, den wir auch sehr, sehr wörtlich nehmen. Und da geht es für uns nicht nur bei den Filmen, sondern hier vorne im Foyer schon mehr um Qualität und um Inhalte als um den großen Konsum. Seit 1987 steht das Caligari unter Denkmalschutz. Was muss man da beachten im laufenden Betrieb? Keine Löcher in die Wand hauen, zum Beispiel, wenn man die Bilder aufhängt. Die sind alle an Schnüren aufgehängt. Das ist immer wieder mal bei Veranstaltungen wichtig. Wichtiger ist es bei Instandhaltungsmaßnahmen, mit denen wir ja auch ständig konfrontiert sind. Wenn man jetzt wie Sie so einen Filmpalast betreiben darf, kann man dann überhaupt noch mit Genuss anderswo ins Kino gehen? Natürlich kann man das auch in einem Multiplex mal zu einer Premiere eines Films mit Superhelden und viel Krach, Bumm und dann vielleicht mit den Kindern noch und Popcorn und Cola. Das macht trotzdem noch Spaß, auch wenn man hier einen Arthouse-Filmpalast betreiben darf. Ja. Herr Bergknecht, Sie sind der Filmvorführer hier. Das war früher mal ein Ausbildungsberuf, heute ist es maximal noch ein Studentenjob. Was hat sich durch die Digitalisierung für Sie verändert? Für mich ist es viel einfacher geworden. Wir haben früher immer 35 mm, viele Akte, 5-6 Stück in der Art. Man sieht es hier sehr schön, ein Akt auf der Spule. Heute habe ich ein kleines Kästchen mit einer handelsüblichen Festplatte. Da habe ich den Film drauf. Den spiele ich auf meinem Server auf. Das war's. Wie oft werden denn die alten 35mm Projektoren hier noch angeworfen? Eigentlich regelmäßig Montag oder Dienstags, wenn das Deutsche Filminstitut in Bonn im Haus ist. Die haben immer eine 35er, wir selber vom Kulturamt. Einmal im Monat, sage ich mal, im Schnitt. Ja. Und Sie können uns auch mal zeigen, wie das funktioniert. Gerne, ich kann gerne Ihnen das mal zeigen, wie wir es einfädeln. So, Herr Stellberger, jetzt ist Ihr Filmwissen gefragt. Und zwar habe ich Anfangssätze von Inhaltszusammenfassungen aus dem Lexikon des internationalen Films minutiert und bin gespannt, ob Sie erkennen können, um welche Filme es geht. In der Hoffnung, seine Mitbürger vor der Pest retten zu können, verschreibt sich der gelehrte Faust dem Mephisto. Das scheint doch eine Verfilmung von Faust zu sein. Und naheliegend wäre vielleicht die von Friedrich Wilhelm Murnau, mit der wir hier am 21. Dezember 1926 das Ufer am Park, das heute hier das Caligari ist, eröffnet haben. Faust, eine deutsche Volkssage von 1926. Wunderbar. Die Binnenhandlung dieses expressionistischen Stummfilmklassikers erzählt die Geschichte eines Doktors, der mit Hilfe eines Somnambulen namens Cesare eine kleine norddeutsche Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Das war einer zu leicht, das ist das Kabinett des Dr. Caligari. An seinem dritten Geburtstag verweigert der 1924 in der freien Stadt Danzig geborene Oskar Mazerat weiteres Wachstum und Teilnahme an der Welt der Erwachsenen. Die Blechtrommel. Volker Schlöndorff, der ja auch ein großer Förderer unseres Kinos ist, der auch als Geburtshelfer gelten kann, er war jetzt gerade im Dezember da zum 90-jährigen Jubiläum. Und er wird am 25. April seinen neuesten Film, Die Rückkehr nach Montauk, hier präsentieren.
Ein Sänger begegnet nach 15 Jahren seiner früheren Ehefrau wieder, nachdem beide inzwischen den lange Jahre vermissten beruflichen Erfolg verzeichnen können. Wenn der weiße Flieder wieder blüht. Natürlich, Wiesbaden, klar. Was sind denn kommende Highlights hier im Caligari? Ganz groß, am 26. April startet wieder das Go East Festival. Und direkt anschließend starten wir eine Aki Kaurismäki, eine kleine Werkschau. Sie sehen, es gibt viele gute Gründe. Kommen Sie in die Caligari Filmbühne. Und klicken Sie sich wieder rein, nächsten Monat in Pfeifers Kulturkiosk.